Auf geht's, Schreiber. Mach Zahl 3. Weit und breit kein Taunus. Schade, dass wir Old Shatterhand nicht dabei haben. Der könnte wenigstens Pferden lesen. Sie steigen ja schon wieder vom Gas runter, Schreiber. Bleiben Sie doch drauf. Wir sind schon an 3 Wegegabelungen vorbei. Wer weiß, wo der hin ist. Halt, Bremse. Was ist denn los? Rechts einschlagen. Den Feldweg. Da, sehen Sie nicht? Da hinten, bei der Waldlichtung. Donnerwetter haben Sie auch. Ein brauner Kombi. Aber der fährt ja gar nicht, der steht. Vielleicht will sich Moll zu Fuß durch den Wald schlagen. Nein, nein. Ich glaube, er sitzt am Steuer. Fahren Sie langsam heran, Schreiber. Halten Sie direkt hinter dem Taunus. Und entsichern Sie vorsichtshalber Ihre Pistole. Kann sein, dass das eine Falle ist. Vorsicht, Schreiber, bleiben Sie in Deckung. Hallo, Herr Moll. Nehmen Sie die Hände hoch. Kommen Sie raus aus Ihrem Wagen. Nichts. Man kann auch so schlecht sehen. Die Koffer versperren die Sicht. Was für ein Spaß. Die Musterkoffer, die er auf der Schutthalde von Unterfirnbach weggeworfen hat. Ich glaube, er sitzt am Steuer. Er rührt sich nur nicht. Ich gehe mal nachsehen.